Niederbayern. Aufgrund der starken Regenfälle der letzten Tage steigen die Pegel der Flüsse kontinuierlich an, was zu örtlichen Überschwemmungen führt. In Fackelberg musste die Feuerwehr ausrücken. Hier droht ein Bachlauf in das Sudhaus der Brauerei zu laufen. Wir haben mit dem Einsatzleiter gesprochen. Herr Brandlhuber? Ja, ich wollte es schon. Herr Brandlhuber. Ja, ich sag, und du mal jetzt. Haben wir auch noch vier Saugschleif? Vier Bierschleif? Lauf nicht! Herr Brandlhuber, könnten Sie uns kurz den aktuellen Stand der Ereignisse schildern? Ja, das ist folgendermaßen. Wir haben halt beim Frühschoppen gesessen, haben alarmiert worden, was war es, um 4 Uhr Nachmittag oder was? Hochwassereinsatz. Haben gesagt, können wir eine halbe aufreißen, weil es ist pressiert bei Hochwasser, gell? Aber da haben wir gehört, Brauerei, Sudhaus, da drückt das Wasser rein und sagt, um Gottes Willen, eine Katastrophe. Da haben wir uns sofort hergefahren und jetzt müssen wir schauen, dass wir da was zerreißen. Ja, wie, wir schauen aus. Ja. Welche Gefahren bestehen denn jetzt für die Brauerei, die Bevölkerung und für ihre Einsatzkräfte? Ja, es ist ja so, hinten läuft der Bach vorbei, gell, und da drückt das Wasser jetzt ins Sudhaus. Und der Braumeister hat uns gesagt, im Sudhaus, im Biertank ist noch ein Bier drin. Das haben sie nicht mehr rausgebracht. Jetzt müssen wir schauen, dass wir dort nicht das rausbringen, das ganze Zeug. Und das ist sorgfältig, weil wenn da das Bier nicht rausgibt, dann die Katastrophe ist es das. Ja, wie, wir schauen aus. Biermarsch! Biermarsch, auf geht's! Ja, und welche Maßnahmen werden jetzt Sie jetzt zur Verhinderung der Katastrophe ergreifen? Ja, sag einmal, hä? Ja, das Bier muss raus. Das haben wir mir jetzt angesagt. Dann schauen wir, dass wir mir das Bier rausbringen, gell, weil das da pressieren. Weil das ist saugfällig, das ist saugfällig. Lass mal da Wasser reinkommen ins Bier. Was ist da los, hä? Sie werden also jetzt das eindringende Wasser aus der Brauerei abpumpen. Sehe ich das richtig? Ja, sag einmal, hörst du mir doch nicht zu, du blöde Hähne. Ich hab gesagt, die Biertanke ist nur Bier drin. Was interessiert mich das scheiß Wasser? Das Bier muss aus, was denkst du das nicht? Hä? Jetzt hast du solche blöden Hähne. Also wirklich, ich werd so mit dem Zoo in den Zoo mit Scheißdreck. So blöd als hier. Schau's bloß, dass du schlecht. Schaut ab jetzt, wir müssen das Bier wegbringen. Ja, blöde Hähne. Ja, ich denke, wir hätten es dann hier auch.